Hallo zusammen, Martin hier von Geniales Tuning. Und wie ihr seht, seht ihr eigentlich nur einen riesen Karton von Rio Bricks. Und zwar die Royal Bay oder The Royal Bay mit der Nummer 66013. Und sonst sieht man eigentlich nichts. Es ist ein riesen Brecher. Also abartig. Das Set umfasst 4168 Teile. Die Teile kommen aus der Huang Bricks oder von Huang Bricks, wie ich mich informieren lassen habe. Wir messen das natürlich noch genau nach, aber es hat eine Länge von knapp 51,3 cm, eine Breite von 43,4 und eine Höhe von 55 cm. Soll ab 14 Jahren sein. Ist gut zu schaffen. Ich denke mal, das kriegen auch Jüngere hin. Die Steine sind gut. Gehen wir mal auf den Karton ein. Ihr seht vorne natürlich ein bisschen abgesetzt. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht. Der Karton ist eigentlich seitenmatt. Die Royal Bay ist leicht abgesetzt, glänzend. Jetzt, ich nehme ihn jetzt einfach mal hoch und ihr seht, wie groß das Teil ist. Das ist abartig. Ja. Ich drehe es mal so zur Seite. Dann können wir mal auch ein bisschen auf die Rückseite schauen. Die Rückseite sieht wie folgt aus. Wir haben hier logischerweise ein bisschen, was uns erwartet. Wir haben hier einen Kran. Wir können hier das Mauerwerk ausschwenken, dann kommen Kanonen hervor. Also so einen kleinen Gimmick. Wir können sie aufklappen, das ist schon mal wichtig. Die Gitter sind hoch und runter zu lassen. Und das zeigen sie uns noch auf. Nee, das war es dann auch schon. Also das ist sogar so groß, dass selbst hier hinten oder hier oben noch der Fahnenmast mit dem Papagei drauf ist. Tun wir mal das gute Stück weg. Ach ja, sie tun hier es nochmal auch betiteln mit einem Difficult Level. Und da haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und tun ihn mit 6 betiteln. Also, wenn ich nach der Anleitung gehe von Rio Bricks, und das gebe ich den Leuten auch noch mit auf dem Weg von Rio Bricks, warum ich mich jetzt umschaue, irgendwo habe ich doch hier die Anleitung liegen. Hier haben wir sie, Entschuldigung dafür. Ist also ein DIN A4 Heft mit 104 Seiten und wir haben 338 Bauschritte, in denen wir diese 4000 oder fast 4200 Teile verbauen. Ihr seht, dass wir hauptsächlich weiße Steine verbauen. Accessoire ist natürlich das Gold, was natürlich so prächtig aussehen lassen soll, die ganze Geschichte. Und was ich ganz interessant fand, dass wir so viele Kanonen dabei haben. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Hoppla. Das war jetzt mein Fehler. 6, 7, 8, hier sogar doppelläufig, 9, 10, 11 dieser Kanonen verteilt über das ganze Gebäude, über das Hauptgebäude zumindest mal. Und ihr seht schon, die klappt man einfach nur wieder ein. Es hakelt ein bisschen, liegt aber auch daran, dass das hier so relativ locker ist, aber geht dann einem frei zu. So ist nicht.
die Steine, die Qualität ist, wer Reobrick schon gebaut hat, sehr gut. Bei den Blades könnte man vielleicht die Kanten noch ein bisschen mehr entgraten. Ansonsten, da gibt es nichts zu rütteln, das Zeug hält. Also ich kann auch, ich mache es jetzt mal kurz so, man kann das gute Stück aufbauen, also auseinandernehmen. Aber wir haben hier hinten zwei Clips, da können wir das Ding hochnehmen. Und wenn man es dann zusammenbaut, weiß man ungefähr, wo man es hinfassen sollte. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt auch, sonst habe ich die Lacher auf meiner Seite. Also ihr seht, das ist schon ein ordentlicher Prügel, ne? Und wir haben hier, oh, das habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber es ist ordentlich Gewicht dahinter, vor allem hier vorne. So, jetzt reiße ich da schon wieder ab. So, ihr seht auch hier haben wir dieses Tor. Das kann man hier innen drin betätigen, indem man hier ein, ich weiß nicht, ob man es jetzt von außen sieht, so einen schwarzen Balken hoch und runter zieht. Und das ist auf beiden Seiten gleich. Wie gesagt, in diesem Zustand haben wir hier eine Maximalbreite von 43 cm. Hinten ist ein bisschen weniger, da kommen wir auf 38. Wir kommen auf eine Länge von den Blades aus, ja, von 52 cm und Oberkante unserem Ding, ja, kommen wir auf die 55 cm, wenn wir hier diesen Papagei messen. Jetzt wird die Sache natürlich interessant. Wir können das zum Spielen natürlich aufklappen, weil es ist ein spielbares Schloss, sage ich jetzt mal. Herrschaftsgebäude. Keine Ahnung, Royal Bay, wie soll man das anders nennen? Royal hat ja was Königliches auf sich, ja. Wenn ich das jetzt komplett aufklappe, hier geht es nicht, weil wir haben hier nur diese normalen Scharniere. Dann haben wir hier eine Breite von den Blades aus gesehen, von knappen 94 cm. Und in der Tiefe bleiben wir dann, ne, bei 47 stehen. Das war es dann mal so. Das sind mal die groben Abmaße. Wieder zusammengeklappt. Ich drehe das jetzt mal in die andere Richtung, dass ihr mal seht, wie es da von innen aussehen kann. Also ihr seht, dass es unterkellert. Man könnte jetzt von der Seite mit den hier könnte man mit einem Boot oder ähnliches hereinfahren und hat dann die Möglichkeit natürlich hier unten hineinzufahren und anzulegen und dann in das herrschaftliche Gebäude hereinzugehen mit seinen Figuren, je nachdem, was man da jetzt natürlich spielen möchte. Das ist alles verbunden mit Leitern und so weiter. Wir können hinten die Türme Step by Step abnehmen. Das ist modular aufgebaut. So, das war's. Wir haben hier auch eine Treppe, die nach unten geht. Das ist parallel gleich. Oder spiegelverkehrt, wie auch immer. Man kann das, also die oberen Teile kann man spiegelverkehrt bauen. Das muss ich aufpassen, was ich sage. Also ihr könnt auch spiegelverkehrt die Falltüren oder die Fallgittern bauen. Es unterscheidet sich, wie ihr seht, von außen nur hier grob von dem Mauergestein die ganze Geschichte. Und ja, auch das Mittelteil ist 1:1 nur spiegelverkehrt. So viel mal zu dem hinteren Teil. Kommen wir mal zum Hauptgebäude. Wir können hier, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert, jawohl. Wir können hier, Schnur habe ich übrigens weggelassen, weil das Gebammel, ich habe eigentlich was anderes dann noch mit diesem
Teil vor. Ja, man muss aufpassen, was man hier macht. Das ist artig. Das Ding ist einfach nur riesig, um es in Szene zu setzen. Also wie gesagt, oben haben wir hier diese 5 Kanonen. Warum es hier keine ist, weiß ich nicht. Also es war keine übrig und es war auch keine eingezeichnet. Wir haben hier den Treppenabgang und kommen dann also in das mittlere Geschoss. Das können wir auch abnehmen. Und dort haben wir eine interessante Wendeltreppe. Weil nämlich, die kann ich auch in die andere Richtung aufbauen, wenn ich möchte. Passt natürlich dann aber nicht mehr dort rein. Da muss ich dann schon so rum gestalten. Ist aber sehr interessant. Ich kann mir jetzt noch was einfallen lassen, was die Inneneinrichtung anbelangt. Da sind dann natürlich eben kann jeder seinen freien Lauf seiner Fantasie laufen lassen. Wir haben hier nochmal 2 Treppenaufgänge. Die seht ihr jetzt nachher da gleich. Hinten auch im Innenhof sehr viel Gold verbaut. Das sind übrigens bedruckte Steine. Ich glaube, wir haben hier, bin mir jetzt nicht sicher, aber bei diesem Teil, weil ich bin gerade noch an der Pirate Bay am Bauen. Die wurde letztens ja auch schon von jemandem vorgestellt. Aber hier sind keinerlei Sticker. Es waren keine Sticker dabei. Und wenn, dann waren es nur wenige. Wir können hier die Fensterflügel öffnen. Und das war es dann eigentlich noch. Ja, wir haben hier noch niedliche Laternen. Also auch für die, die das Ganze beleuchten möchten, die haben da, denke ich mal, jede Menge Spaß dran und Möglichkeiten. Vor allem auch die Kabel entsprechend hier irgendwie unterzubringen. So, das war mal das Dach, so wie jeder obere Teil. Wenn wir jetzt mal vom Gebäude ausgehen, könnte ich das jetzt mal auch gerade mal abmessen. Also da immer, wie bleibt dann bei 42 auf 23,5 cm. Und wir haben hier jetzt eine Höhe von 17, also da kommen wir dann auf die 55. Das ist nämlich die höchste Geschichte im Modell. So, was habe ich jetzt abgerissen? Ja, manche Sachen sind von der Bautechnik filigran. Das geht aber nicht anders. Aber im Ganzen hält das. So, jetzt kann ich. Ja, das ist jetzt ein Komplex. Und kann ich das jetzt rausnehmen? Geht das ohne groß zu zerstören? Ja, geht. Wir haben hier drin nochmal eine große Klappe, Struktur. Ja, es ist aber nur, um damit spielen zu können. Warum? Wir legen da ich hoffe, man erkennt das auch. Es fängt die Kamera gut ein. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, ich habe bloß einen Slope abgegangen. Wir haben also hier die Möglichkeit, mit dem Steg hier reinzugehen. Der geht dann T-förmig rechts, links und haben hier natürlich den Treppenaufgang. Ich kann das jetzt hier so nicht hochnehmen, weil sonst brechen mir die Teile hier ab. Also ich könnte mal versuchen, das hat ja eigentlich so funktioniert.
ihr seht schon, da gehen auch die Klappen dann auf für die Kanonen. Also ich denke mal, man kann es erkennen, dass dort unten die Teile sind zum Bespielen, zum Bespaßen, wie auch immer. Natürlich habe ich jetzt da vorne unser Wasser abgerissen. Was natürlich auch schön gemacht ist, wie das mit den, ja, mit den Bögen entsprechend berühmte Vorführeffekt. Wäre schlimm, wenn es anders wäre. Keine Trockenübungen machen oder halt auf Funktion getestet, gut befunden und dann ja, versagen wir dann beim Zeigen. Nee, das Zeug ist wirklich stabil und klobig. Es ist jetzt vom Hin- und Herschleppen. Ich meine, das Modell, das stellt man hin und bespielt es. Haut seine Figuren rein oder ich werde es auf meine Insel bringen. Drum habe ich das auch bekommen. Das ist übrigens ein Rezensionsexemplar, ein kostenfreies. Möchte nicht, dass ich das vergesse. Das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen, um es euch eben vorstellen zu dürfen. Weiter im Text. Die Klippen, die hier gemacht worden sind, sind auch, finde ich, sehr, sehr schön. Auch sehr gemacht. Also sehr gut von der Gestaltung, einmal die Weiß, einmal Hellgrau, Dunkelgrau und dieses Steingrau, was es da gibt, und dann wieder Weiß, was so diese Gisch wahrscheinlich darstellen soll in irgendeiner Form. Also finde ich sehr gelungen, was die Designer da gemacht haben. Ob die jetzt direkt von Rio Bricks sind, ich weiß es nicht. Ob das jetzt ein Mock ist, in irgendeiner Art und Weise, das geklaut worden ist, ich weiß es nicht. Ich habe mich darüber gefreut, dass man mir das zur Verfügung stellt. Jede Menge Steine und passend zur Thematik meiner Insel. Dass ich da mal jetzt hoffentlich irgendwann in naher Zukunft ein bisschen weiterkomme. Also ihr seht, und zack, die Bohne, ist das Ding auch wieder zusammengesteckt. Ist modular aufgebaut an den einzelnen Noppen, wie wir es von den Modular Buildings auch kennen. Und dann sollte das jetzt eigentlich auch gleich wieder halten. Und wir können es dann hoffentlich wieder na ja, klar. Präsentieren. Ich verlinke euch auf jeden Fall unten den Store von Rio Bricks bei Amazon. Dort bekommt ihr diese 4100 Nummer 68 Steine für 229 Euro. Und ich finde auch, das ist das Preis, dieser Preis wirklich wert, weil auch gerade diese Elemente hier, das Halbrunde hier, diese Eckverbindungen, die sind alle bedruckt, auch hier hinten. Die Teile sind bedruckt, die Fahnen, die große, sind bedruckt. Ja, kann man jetzt gut heißen oder schlecht. Ich finde es gut. Hätte da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Aufkleber schon gehabt. Nehmen wir die goldenen hier oben auch mit. Dann hätten wir hier, also was haben wir gehabt? 24. 26, 28, 30, 32, 34, 34, oh, ja, 34, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8,
50. Ich hätte hier 52 Aufkleber auf dieses Teil prügeln müssen. Also ja, ich glaube, da wäre der Aufschrei hier, nachdem wir darüber ja ständig drüber uns echauffieren, natürlich groß gewesen. Oh, stimmt ja gar nicht. 52, 53, 54, 55. Die Fahnen sind wohl nur auf einer Seite bedruckt. Das Schlimmste an diesem Set ist wirklich die Anleitung. Es ist eine Katastrophe teilweise, wenn man jetzt gerade die Bögen anbaut, wenn wir sonstige engere Sachen machen. Der Winkel, wie das teilweise aufgenommen ist, ich hoffe, man kann es erkennen. Also Rio Bricks geht den Weg, alles was gebaut wird, und da werden dann schon mal 1, 2, 5, 6, 8, 1, 3, 5, 7, ja, es werden zwischen 8 und 10 Steine eingebaut, und ihr seht, die sind dann weiß eingezeichnet. Es ist, weicht ein bisschen ab, wenn wir, also so wie wir es hier bunt sehen, sehen wir das dann nachher auch hier. Hier kann man es natürlich sehr schön erkennen, wo das Gitter hier in Gold ist. Aber die Noppen und die Perspektive, die ist so klein, so grausig. Also es wäre wünschenswert, wenn hier Rio Bricks wirklich hergeht und hier nachbessert, weil das ist nichts dagegen, wenn, also man muss es nicht so einfach machen wie bei Lego. Wie sagt der Held der Steine, Grüße gehen an ihn raus, sollte er das sehen. Es ist watchen einfach, ja. Ein Brick, eine Seite. Nächste Seite, nochmal ein Brick. Und wenn es nur ein einmal eins Roundblade ist. Ja, solche Sachen gibt's. Aber das hier, es ist wirklich eine Katastrophe. Du siehst es teilweise nicht. Ich habe hier mit manchmal wirklich, ich kann es nicht explizit sagen, welche es war, aber ich musste dann hier und da wirklich mit einer Lupe rangehen. Und auch wenn man dann versucht, also es steht zwar oben drüber, das ist, also hier ist es ein 4x12 Blade und hier ist es eine 4x8 Blade. Ich habe jetzt keine Brille auf, darum verschwimmt das in der Nähe für mich ein bisschen. Aber man hat keine Noppen. Wir können hier, wenn es da zwar gezeigt wird, die letzte Noppe kommt hier auf die letzte Noppe-Ecke, aber trotzdem, wir können es nicht erfassen und nicht zählen. Das ist das, also das ist das Einzige, wo ich hier wirklich einen auf dicke Hose mache, geschweige denn hier wirklich Jammer auf großem Niveau. Also hier sollte Rio Bricks wirklich was ändern an ihrer Perspektive, an ihrem, an dem Detailreichtum, ein bisschen größer ziehen, und es wäre wirklich jedem geholfen. Nicht nur, weil man ein Brillenträger ist oder ähnliches, sondern ich glaube, dass ich meine, ich weiß es nicht mehr, wer das gewesen ist, der die Pirate Bay schon vorgelegt hat oder vorgestellt hat, nicht vorgelegt. Er hat auch darüber, ich sag jetzt mal, ja, nicht geschumpfen, aber er hat sich auch darüber, doch, er hat sich beschwert, dass die Anleitung, ja klar, Klammer gebunden, ansonsten sauber aufgebaut. Also es ist nicht so, dass man es nicht erkennt, aber es ist wirklich ermüdend, dass man dann die Motivation daran verliert, das gute Stück fertig zu kriegen, weil du musst wirklich so direkt gucken, und das ermüdet dann das Auge dann schon, und das macht dann, finde ich, keinen Spaß. Ganz schlimm wird es eben bei der Royal Bale, wenn man so viele Feldstrukturen bauen muss und man es nicht findet, und das ist natürlich dann schon eine Katastrophe. Ansonsten kann ich also für 229 Euro fast 4200 Steine bekommen, alle weiß, ja, oder sehr viel weiß, dann auch
unten grau, so wie auch, was mir zum Beispiel auch sehr gut gefällt. Kriege ich den da gerade weg? Ja. Also dieser Slope mit diesen zerklüfteten, na, wie sagt man dann, ja, Gesteinformation. Also der macht dann schon Laune, sowas dann verbauen zu dürfen und können. Und ja, ansonsten ist dieses Set wirklich ein tolles Set, ein sehr imposantes, großes Set. Man braucht Platz dazu. Und ich für meinen Teil, weil ich ja noch am Aufräumen, Umstrukturieren hier drin auch bin, ich denke mal, man sieht es auch hier hinten, hat sich was verändert, eigentlich alles irgendwie zusammengefärscht und noch nicht fertig, aber ich werde es demnächst erstmal bei Kudis Toybarn werden wir das ausstellen, dass jeder das mal so zu Gesicht bekommt hier bei mir in Tettnang. Grüße gehen raus an die zwei. Ja. Ich glaube, ich habe schon gesagt, Fazit wirklich empfehlenswert. Und nicht nur deswegen, weil ich es kostenfrei bekommen habe. Nein, es hat, abgesehen von dieser Krankheit, hat es trotzdem Spaß gemacht, dieses Ding aufzubauen, dieses keine Millennium Falcon oder keinen AT-AT, sondern mal was anderes. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, wir haben hier oben die Police Station, aber die, ja, die verliert sich daneben. Also, ihr seht schon den Unterschied. Also, es ist toll. Also gar keine Frage, aber bam, hier bin ich, hier stehe ich. Ja, das, wie gesagt, das kann ich wirklich empfehlen und das hat Spaß gemacht. Und die Verbesserung wäre jetzt wirklich, dass Geoprix, ich wiederhole mich, ja, an der Anleitung baut, an den Steinen ist nichts auszusetzen, die sind wirklich gut von der Klemmkraft her. Hier und da, gerade bei den Blades an den Kanten, könnte man ein bisschen nachbessern vom Entgraten. Und dann passt das auch. Jede Menge auch braune Blades bekommen wir hier geliefert. Also es macht Spaß. Habe ich irgendwas vergessen? Da kann ich in dem Fall nur sagen, hat es euch Spaß gemacht? Dann lasst einen Daumen nach oben da oder halt eben doch, ja, ein Like da. Wer es noch nicht gemacht hat, ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten, ja, es ist unten ein Empfehlungslink drin. Dort könnt ihr es direkt kaufen. Es macht Laune und denk mal, das ist das, warum wir hier sind. Wie sagt die liebe Katrin von Pandoras Box? Lasst euch nicht beirren. Baut euch die Welt, so wie sie euch gefällt. Liebe Katrin, Grüße gehen raus. Starke Streams letzter Zeit. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Euer Martin von Geniales Tuning.